gestern und heute in Kurzfassung. Ja, ich bin insbesondere entsetzt über den Auftritt des für die Geheimdienste zuständigen Abteilungsleiters im Kanzleramt. Er hat nicht einmal ansatzweise darlegen können, wie denn eine wirkungsvolle Fach- und Dienstaufsicht überhaupt erfolgt. Dort werden Verträge geschlossen zwischen Geheimdiensten, von denen der Abteilungsleiter dann sagt, die müssen aber im Zweifel gar nicht eingehalten werden, die haben keine Rechtsbindung. Das heißt, die Amerikaner können dagegen ebenso verstoßen wie die deutschen Nachrichtendienste. Das ist doch völlig indiskutabel. Da läuft etwas absolut aus dem Ruder. Und ich habe auch überhaupt kein Verständnis dafür, wenn der Zeuge dann noch erklärt, dass auch kein Problem sei, wenn man der G10-Kommission unter falschen Voraussetzungen Beschlüsse abverlangt, um an ein Kabel zu kommen und dort rechtswidrige Abgriffe zu machen, auch erst recht, wenn diese Daten dann an die Amerikaner weitergeleitet werden. Er hat nicht dementiert, dass ungefilterte Daten weitergegeben worden sind. Er verweist dann immer auf die nicht öffentliche Sitzung. Aber die entscheidende Frage ist ja, treffen denn die Medienberichte zu? Und wenn die Bundesregierung klare Aussagen machen würde und sagen, die Medienberichte sind falsch, dann könnte man sich anders damit auseinandersetzen. Und wenn das nicht geschieht, dann müssen wir davon ausgehen, und das sagen ja zum Teil auch die Akten, dass die Medienberichte zutreffen. Und dann hat die Bundesregierung ihrer Aufsichtspflicht in keinem Fall Genüge getan. Und das sind die Themen, über die wir hier zu reden haben. Ganz kurz in technischer Hinsicht, ich glaube, der Kollege mit der Kamera würde sich freuen, wenn Sie ganz bisschen mehr in seine Richtung gucken. Das ist ganz leicht. Also ich brauche Sie nicht im Bild, deswegen sage ich es. Wenn Sie zu Ihrer Rechten gehen, dann ist es super, weil sonst ist der Hintergrund jetzt nicht mehr drauf. Ganz kurz, gestern ging es ja unter anderem auch mit einem, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz so erquickenden Zeugen um die Frage von Gloteig oder Glo oder wie auch immer man es gerade nennen darf, dem Abgriffsprojekt, was eventuell in Hilden stattgefunden haben könnte. Sind Sie da denn inzwischen tatsächlich schlauer geworden oder werden Sie dort einfach auf Granit beißen, weil Ihnen die Firma auch keinen sinnvollen Zeugen benennt? Ja, die Firma hat den Sicherheitsbeauftragten geschickt, aber den Sicherheitsbeauftragten, der zuständig war für die Einlasskontrolle, der konnte natürlich über die wichtigen Fragen der Sicherheit des Zugangs und der Sicherheit der Leitungen uns überhaupt nicht sagen, aber deutlich geworden ist nach den Aussagen auch des Zeugen, dass die Geschäftsführung keine Ahnung hatte von dem, was dort passiert ist. Und auch diese Medienberichte sind ja unwidersprochen. Und ich habe eben auch von Herrn Heiß gehört, dass er gesagt hat, er findet überhaupt nichts dabei, wenn der Bundesnachrichtendienst in ein Telekommunikationsunternehmen einreitet mit illegalen Mitteln, dann noch den CIA mitnimmt. Das ist doch völlig abenteuerlich. Und insofern ist hier auch die Firma geschädigt worden. Und da ist auch die Frage, welche rechtlichen Schritte werden denn da eingeleitet von der ja deutschen Firma, auch wenn sie eine amerikanische Mutter hat. Dieses Vorgehen ist völlig inakzeptabel. Und wir haben nach unseren Erkenntnissen keinen Zweifel, dass das auch so stattgefunden hat. Das will ich ganz klar sagen. Und die Medienberichte bestätigen dürfen wir nicht, wenn es sich um geheime Akten handelt. Aber ich habe daran nicht den geringsten Zweifel, dass es genau so gelaufen ist. In einem anderen Kontext, kurz noch die Nachfrage. Herr Heiß hatte eben davon gesprochen, dass er zumindest von Operationen des Bundesnachrichtendienstes allgemeiner Natur nicht informiert werden müsste. Sie sind im PKGR, also vielleicht ist es auch schwierig für Sie, die Frage zu beantworten. Aber grundsätzlich, wo wäre denn eigentlich die Schwelle aus Ihrer Sicht? Ab wann müsste das Kanzleramt über eben solche Operationen informiert sein? Also über Kooperationen mit anderen Nachrichtendiensten, über Verträge, die geschlossen werden, muss das Kanzleramt informiert werden. Das ist in vielen Fällen offenbar nicht geschehen oder heißt, hat das inzwischen alles vergessen. Das kann so natürlich nicht bleiben. Wir haben uns bemüht im Kontrollgremium, so viel kann ich sagen, eine Definition zu bekommen, was sind denn Vorgänge von besonderer Bedeutung. Wir wollen natürlich solche Dinge auf den Tisch haben. Aber das Kanzleramt hat dort versagt, was die Dienst- und Fachaufsicht angeht. Und daran kann eigentlich gar kein Zweifel mehr bestehen. Nur es geht jetzt um Konsequenzen. Es geht um Konsequenzen personeller Art gegebenenfalls, aber auch rechtlicher Art. Es müssen die Gesetze geändert werden. Das BND-Gesetz kann nicht so bleiben, wie es ist. Die Kontrollbefugnisse für das Parlament müssen verbessert werden. Da ist noch sehr viel Arbeit, die auf uns wartet. Können Sie das konkretisieren? Was genau müsste getan werden? Ja, die gesetzlichen Grundlagen sind ja bekannt, sie sind in vielen Fällen unzureichend. Wir können bestimmte Informationen ja nie an die Öffentlichkeit geben. Wir dürfen nicht einmal den eigenen Fraktionsvorsitzenden informieren. Unsere Mitarbeiter haben keinen Zugang
zu den Unterlagen, also ich meine die Mitarbeiter der Abgeordneten oder der Fraktionen. Wir könnten nach amerikanischem Vorbild die Dienstechefs im Plenum des Deutschen Bundestages befragen, damit auch klar wird, das Parlament nimmt seine Kontrollpflicht wahr. Und insofern haben wir einiges schon erreicht. Auch die Mitschnitte von Ausführungen der Regierung sind wichtig. Aber die Fragen, die dann gestellt werden, dürfen wiederum nicht mitgeschnitten werden, sondern nur die Ausführung des jeweiligen Ministers, damit man später prüfen kann, hat er uns die Wahrheit gesagt oder hat er uns nicht die Wahrheit gesagt, hat er vollständig informiert oder nicht. Da gibt es deutlich Möglichkeiten, das auszuweiten. Und insofern bleibt das Grundsatzproblem aber immer das Gleiche. Wir können nur das bewerten, was uns die Dienste vorlegen, was uns das Kanzleramt sagt und worüber es uns informiert. Nur dann können wir tätig werden. Wir werden aber auch weiter versuchen, mit Vor-Ort-Besuchen, mit Kontrollbesuchen, mit Akteneinsicht eben mehr zu erreichen, als das bisher der Fall war. Aber das ist natürlich für zwei Oppositionspolitiker in diesem Gremium äußerst schwierig. Vielen Dank.